Wir sehen zuerst den frühen Überblick über Boris Michailows Werk, im Prinzip angefangen ab den späten 60er Jahren bis in die 80er Jahre. Dann geht es in die 90er Jahre. Also es ist dann der Zeit des Umbruchs in der Ukraine, aber auch die Zeit, in der Boris die Ukraine verlässt und nach Deutschland kommt für ein Jahr. Und der letzte Raum ist dann im Prinzip so fast der deutsche Raum geworden. Denn da gibt es eine Serie, wo er sich eben mit der ukrainischen Vergangenheit auseinandersetzt, das aber auch auf die deutsche Geschichte sich rückbezieht, weil das die Besetzung der Ukraine durch die Wehrmacht thematisiert. Und andererseits seine Berlin-Bilder, die hier in der Stadt entstanden sind, im Prinzip seit er hier das erste Mal gelebt hat, seit 1995. Das ist nach wie vor eine schwierige Serie, obwohl es interessant ist für uns jetzt zu sehen, dass es eigentlich überhaupt nicht mehr aneckt, dass sozusagen die ganze Provokation, die in den 90ern gerade so ausgehende 90er, frühe 2000er, die diese Diskussion so begleitet hat, eigentlich vollkommen weg ist. Und dass man damit aber auch mit so einem beruhigteren Blick auf die Bilder gucken kann. Dieses Werk zu verstehen, das einfach an sich schon so heterogen ist, dafür braucht es jetzt einfach auch mal so eine komplexe Werkschau, wo man eben auch so einen, ja, sich selbst vielleicht einen roten Faden bilden kann und dann eben auch Case History ganz anders ansehen kann.